Eine Runde Arena. Arena klingt doch cool. Ja. Let's go. Wir haben noch 18 Minuten, bis es losgeht. Also schaffen wir genau eine Runde, ne? Perfekt. Hier haben wir gleich schon was in die Mikrowelle ballert. Gleich was zu essen habe während der Pre-Show. Ich werde meine Kräfte auffrischen vor dem heutigen Best of 5. Wir defenden Old. Wir haben 2-1 gewonnen zum Glück. War knappe Games, aber we did it. We managed to win. Lol. 3 Vibrant. In der perfekten Reihenfolge. Komm, pick du mal zuerst erstes. Ich hab eine Geheimwaffe in petto. Okay, ich habe keine Geheimwaffe mehr. Campbell ist weggepickt worden und mein Champion, ich pick wollte es auch nicht mehr da. Scheiße. Aces auf. Nee, Crymore Baby. Ach so, ist gar nicht Aces. Crymore Baby auf dem gefährlichen Yawn-Pick. Weiß ich, was ich jetzt spielen soll. Irgendwie, ich hatte Bock auf Ja, nee, komm. Fizz. Fizz ist auch eine gute Geheimwaffe, glaube ich. Der Champion macht auf jeden Fall Spaß, man sieht ihn nicht oft. Wir haben 16 Minuten, mein Freund. Ja, ein bisschen länger haben wir. Danach ist er noch in der DC kurz Pause und so ein Shit. Gibt es eine Welt, in der ich On-Hit-Fizz gehen kann? Mit so, keine Ahnung, den richtigen Runen und dann einfach viel Auto-Attacke? Richtigen Augments. Da spielt jemand auf einem Terry-Star. Aber das ist in Ordnung. Die Person ist Free Food. Shogadarius. Hoffentlich haben wir dagegen genug Schaden gegen die Combo. Am meisten habe ich Angst vor Lucian Camille. Die Combo ist einfach am gefährlichsten von der Mobilität her. 3 random Omnisource. Warte, wenn ich 3 random Omnisource kriege und dann Dragonheart rolle, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir actually gewonnen. Das ist der beste Play. Ich hab 3 Rerolls. Das ist der beste Play, oder? Even if you're not with me. Zuerst sterben ist actually so klug von ihm. Nice! Klug! Ja, Ocean Stroke carried halt so hart bei sowas. Jetzt müssen wir nur Dragonheart hitten. Wenn wir Dragonheart hitten, gewinnen wir das. Varusala ist der nächste Gegner. Einfacher Ionians, fuck it. Okay, lass auf den Pro-Player Philipp drauf gehen. Ich nehme ihm sein Portal weg und dann stirbt er. Okay, Pro-Player wird gefokust. And he cannot play this. Da bin ich auch, mein Freund. Meine Inferno ist so procked. Nice. Ghosting hat nicht geholfen, sad smiley face. Oh Mann, wie traurig. Das ärgert mich aber mega für dich. Okay, das ist so OP, oder? Das ist so OP, aber Dragonheart ist eigentlich unsere Win Condition. Aber Moonfair Spellblade. Rollen wir Chat oder nehmen wir einfach das? Nehmen wir mehr Prismatics kaufen. Actually ist ein guter Call. Wir rollen, wenn wir mehr Rolls haben. Ich habe so viel Attack Speed, wenn ich jetzt noch Lich Bane kaufen kann. Tenacity ist auch geil, Leben ist geil, es scaled so hart rein. Auto-Attack Reset Timer ist auf meiner W recht useless, weil die eh schon einer ist, aber. Wenn wir eine Coolness runtergehen, ist das krank. Okay, ja, das ist auch played, aber das ist ja crazy, die Value. Okay, Leute, kaufen wir jetzt kein Item, weil wir auf Dragonheart warten. Lichbane sollten wir kaufen, oder? Wir sollten 2 Items haben. Wann kriegen wir das nächste Mal Gold, ist die Frage. Hamstringer Infinity Edge. Okay, er ist sehr stark. Er ist so stark, dass ich vielleicht auf Dragonheart specken darf, oder? Ja, Lichbane. Das ist so gut bei dem Item-Bild. Okay, Lichbane und jetzt sparen wir. Jetzt sind wir stark genug zu sparen, I think. Oh, I can't seem. Will ich nochmal porten? Weiß nicht, ob es gut ist. Er stirbt fast. Er kann ihn wiederbeleben, oder? Er ist das so tanky. Oh, der schafft's nicht. Wir sind zu stark. Oder? Richtig. Ich bin so strong, Chat. Es ist crazy. Dieses Moonfair Spellblade ist einfach zu stark. Jetzt haben wir den nächsten Reroll bekommen. Earthquake. Earthquake! Your dash, Liebling, or teleport abilities leave behind the trail that detonates after 1 second. Das müssen wir nehmen. Earthquake. Einfach Eco machen, eine Pistole kaufen. Ja, ja. Wenn wir die Runde gewinnen, wenn wir die Eco-Runde hier gewinnen, haben wir danach noch einen weiteren Reroll. Oh, diese Lux.
Finish the job. Oh, ich bin so OP. Na, ich bin so OP. Ich bin, es resettet alles die ganze Zeit. Ich kann gar nicht nicht ehen. Ich habe keinen Cooldown, Chat. Es ist so OP. Ich bin so OP. Was ist wirklich ein Alien? Let's see. Ja, wahrscheinlich wirklich so ein kleines Alien. Hat er meine Ultra eingeflasht? Ja, I mean, gut, hier kommt play the game. Jetzt hat er doch gejagt von Zed. And open up my mind. Nein, der Arme. Wir sind so OP, ist das krank. Okay, spannt alles an, Chat. Oh. Streamer Luck, sag ich. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weil jetzt nach Runde 5 haben wir jetzt eine weitere Seele schon bekommen. Das heißt, jetzt bei 6 Seelen, oder wie? Wir haben jetzt Ocean, Mountain, Infernal, Clouds, Hextech und Elder. Ja, warte, wir haben auch Chemtech. Wir haben alle. Wir kriegen gleich Elder Drake. Kann das sein? Ich muss Casino-Streamer werden. Ich sag, wie es ist. Ich verliere nicht. Hat mich jemals Gamba verlieren sehen? Ich glaube ja nicht. Du hast nicht eine Runde flashen bisher. Willst du wirklich zu Jonas statt zu mir? Wir brauchen jetzt noch Tank-Items. Wir könnten Tank-Fist kaufen. Wir brauchen kein AP mehr. Wir sind stark genug. Wir haben Elder Drake gleich für Damage. Also nach der Runde haben wir Elder, oder nicht? Noch eine Runde jetzt hier, dann ist over. Makali wird sichtbar, wenn sie in meiner Ultra ist. In meiner Ult ist Unsichtbarkeit useless, Freundin. Oh shit. Ich gewinne das. Ich bin so OP. 1v2, Baby. Oh mein Gott, ist das insane, wie stark ich bin. Haben wir Elder? Wir haben Elder. Wir haben Elder, da ist er. Aspect of the Dragon. Ich bin mit schmutzig, nämlich gerade, dass ich gerade so perfekt rein try harde und auch noch Luck habe gegen eigene Zuschauer. Aber es ist halt die perfekte Runde. Es ist legit die perfekte Runde für RNG. Ich habe alles gittert, was wir hätten wollten bisher. Ich habe nicht einmal geflasht im gesamten Arena-Run bisher. Du schon geflasht, probably. Das ist so unfair irgendwie. Erster Flash! Wir rollen. Was suchen wir überhaupt? Was ist es, was wir suchen? Night Harvester am besten wahrscheinlich. Let's see. Night Harvester? Attack Damage useless. Ability Haste. Activate to summon a black hole that scales with your size and durability. Slowing Dragon. Damaging him. Nee. Queen of the Count. Nein. Enervating Locket. Safe. Nicht bad. Whenever abilities needs to do, gonna charge. Das safe. Gut. Felix hat 10.000 Leben! Ich brauche Leandres. Felix ist OP. Felix. Oh mein Gott. Felix. Wir müssen Darius töten. Felix ist broken. I almost died! Felix brennt am Elder. Okay, er ist am Elder gestorben. Aber wenn Felix gegen mich anfängt zu itemisen, kann Felix gewinnen. Wollen wir noch mal. Haben wir irgendein Item, was wir brauchen? Deathcap, Leandris? Wir spielen noch gegen Tanks. Leandris oder auch Kryblum oder sowas wäre gut. Ich habe auch gar keinen Magic Pen. Eigentlich ist Voids wahrscheinlich besser als Leandris, oder? Andererseits, ich habe so viel True Damage von Elder. Du brauchst das All-Pen-Item. Ja, Perplexity, Movements. Ja, doch, ja. Maining Time! Oh mein Gott, das ist ja. Ich kann ja gar nicht mehr Seed werden. Ich habe so viele Ults. Felix! Wollt mich beißen?
Man, we can lose this. We lost this. We're losing. We're losing. Ich hab den Jump gefehlt. Ich bin peinlich. Okay, we are winning. Ich hol das. Nimm die Pflanze. Ich hol's nach Hause. Ich hol's nach Hause, holen wir den Spaß. Setz mir den Hut auf. Let's go. Warte, wer mir Tolkiens Kopf bringt, geht 10 Subgifts an Tolkien. Ich hätte sterben müssen für 10 Subgifts. Nein.